Es war klar, wir brauchen einen neuen Trainer. Es gibt Neuverpflichtungen. Wen habt ihr euch angelacht? Wir werden im nächsten Jahr auch Dauerkarten haben. Kai-Uwe Wallmünster, 4 Spieltage vor Ende. Wie geht's im LHC Cottbus gerade? Oh. Also uns geht's sehr gut, emotional und natürlich ein bisschen angeknackst, aber die Jungs haben es, denke ich, gut weggeschafft im Kopf. Die Niederlage in Werder, aber ansonsten sind sie jetzt, denke ich, noch fokussierter auf die nächsten Spiele. Ja. Wie groß ist eure Hoffnung noch, dass Werder muss stolpern, ihr müsst alles holen? Genau das ist der Plan. Wir gucken nur auf uns. Und wir werden die Saison hoffentlich mit 8 Punkten beenden. Das ist das erklärte Ziel jetzt. Und was dann am Ende rauskommt, das werden wir dann sehen. Also ich denke, so schlecht war die Saison nicht, dass wir auch mal 1-2 Spiele verlieren werden. War klar. Ja, keiner kommt hier bei der Stärke in dieser Liga zu 0 durch. Das war uns auch klar. Ja, das letzte Spiel ärgert sehr bei der Chancenverwertung. Aber wie gesagt, ich habe das abgehakt und wir gucken nach vorne und ja, planen für beide Ligen. Sie sind ja auch abgeschlossen, die Planung. Und von daher 8 Punkte und dann ist die Saison zu Ende. Genau, gucken wir ein bisschen auf die Zukunft. Neuer Trainer wurde vorgestellt. Wie kam es denn dazu? Ganz einfach. Markus Meier hat ja immer signalisiert, dass er aushilft. Und nach der Krankheit von Tonji war klar, er wird helfen bis Weihnachten. Dann haben wir Weihnachten gesprochen. Da habe ich gesagt, nee Markus, du musst jetzt mit ein paar Abstrichen noch bis Saisonende durchziehen. Dann hat er das familiär besprochen. Es war bestimmt kein einfaches Gespräch, aber auch nochmal Dankeschön an seine Freundin, dass er ihn freigestellt hat für sowas. Und dann hat er die Saison beendet. Es war klar, wir brauchen einen neuen Trainer. Und Andi hat sich selbst ins Spiel gebracht. Also wirklich ein reiner Zufall. Und dann haben wir ein paar Mal gesprochen. Und dann hat Markus mehrere Gespräche mit ihm gehabt und dann haben wir festgestellt, dass wir von der Philosophie gar nicht so weit auseinander sind und sind dann auch den Schritt gegangen und sagen, pass auf, wir machen das, wir ziehen zusammen an einem Strang und wollen die Mannschaft weiterentwickeln und den Verein weiterentwickeln und dass er jetzt von Berlin nach Lübben gezogen ist, ist ein glücklicher Umstand. Und dass er dann auch frei ist von seinem alten Verein und ja, wir probieren das jetzt aus. Frisches Blut von draußen. Alle fangen bei Null an. Wir gucken mal, wie es geht. Du hast vorhin schon gesagt, die alte Mannschaft, die bisherige Mannschaft, bleibt ja ligaunabhängig auch zusammen, soll zusammenbleiben. Verträge sind soweit unterschrieben, bis auf ganz wenige. Und auch schon, es gibt Neuverpflichtungen. Wen habt ihr euch angelacht? Richtig. Wir haben einen tschechischen Spieler, der jetzt auch schon in der gleichen Liga wie wir spielt, aber in Sachsen, Thüringen, ich glaube, Mitteldeutsche, was ist das da? Den habe ich beobachtet. Wir haben uns kennengelernt. Ich habe ihn von der Philosophie Cottbus Handball überzeugen können. Er war hier, er hat sich das angeguckt, er war im Probetraining mit, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also typisch tschechische Spielweise, ziemlich aggressiv in der Deckung und nach vorne auch. Er ist zwar schon 33, aber sowas von austrainiert und fit. Hat mir sehr imponiert und ein ganz ruhiger Zeitgenosse und alles, was ich so in Erfahrung bringen konnte von Menschen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, haben alle gesagt, das ist ein super Typ und wird uns sehr weiterhelfen. Dann werden wir auf jeden Fall noch 2 Linkshänder bekommen. Die Namen kann ich jetzt noch nicht sagen, haben noch nicht unterschrieben, aber sie sind avisiert und wollen auch hier nach Cottbus kommen. So ist der Plan und eventuell noch ein dritter Torhüter. Da sind wir auch in den Gesprächen noch, eigentlich schon in den Abschlussgesprächen. Aber da muss mir die Stadt noch ein bisschen helfen. So ist die Absprache auch mit dem Spieler. Und da steht auch noch ein Termin an bei der Stadt, um das wirklich so zu machen, dass sich das auch lohnt, nach Cottbus zu kommen. Denn viele kommen nicht nach Cottbus. Es ist einfach so. Sind das dann auch die Planstellen, die ihr braucht, was so, ich sag mal, Schwächen momentan noch ausgemacht wurde im Team? Ganz genau, wir wollen punktuell verstärken. Ich habe den Jungs gesagt, dass ich vollstes Vertrauen habe in alle Spieler. Jeder muss seine Stärke mit reinbringen. Und genau diese Position, die wir ausgemacht haben, haben wir verstärkt. Ja, das sind also die halbrechte Position. Wir haben ja die Saison wieder ohne Linkshänder gespielt auf der Position. Das muss definitiv geändert werden. Das haben wir dann, glaube ich, auch super gelöst. Und noch ein weiterer Aufbauspieler, um einfach auch die Konkurrenz hochzuhalten. Verletzungen, die uns ereilen könnten,
auch zu kompensieren. Und wie gesagt, der Aufbau brauchte mehr Breite und die kriege ich mit den drei Jungs. Und ja, das passt. Gucken wir auf die andere Seite. Der LAC hat es irgendwie geschafft, viele Zuschauer zu animieren, wieder in die Halle zu kommen. Also der Zuschauerschnitt bis zu 2600 Zuschauer ist ja für eine Oberliga phänomenal. Selbst für eine dritte Liga spielt ihr da wahrscheinlich oben mit oder würdet ihr oben mitspielen. Erste Frage, wie habt ihr es geschafft? Wie nehmen das die Sponsoren auf und wie geht's weiter? Also viel Arbeit, richtig große Werbetrommel natürlich rühren, immer wieder präsent sein. Bei euch, ja, dann so Insta, Facebook, alles, was man so machen kann. Radio, Zeitung. Gott sei Dank haben wir ja nur mit euch dreien Partner. Ja. Also danke auch dafür, dass ihr uns begleitet habt durch die Saison, weil euch gucken auch unwahrscheinlich viele. Genauso wie die Zeitung, die Lauter Rundschau, mit denen wir eine Kooperation haben oder auch eine Kooperation mit Radio Cottbus, wo wir immer wieder in den Medien sind und das hat auch dazu beigetragen, dass wir so viele Zuschauer haben. Dann laden wir immer noch Vereine ein und wir haben ja mal so eine Erhebung gemacht, wo kommt die alle her? Es war sehr, sehr, sehr erstaunlich. Also von Hoyerswerda, Bad Liebenwerda, Guben, Forst, Senftenberg, aus Lübben kamen Leute, also wirklich ringsherum. Es hat sich rumgesprochen, dass wir wirklich einen guten Ball spielen und dass die Stimmung bei uns super ist. Und wir haben auch aus der Liga sehr gute Feedbacks bekommen, dass gerade junge Spieler mal die Möglichkeit bekommen, vor so einer Kulisse auch zu spielen. Und das ist für uns natürlich ein Riesenfund. Ja, so eine Kulisse beeindruckt schon auch Spieler. Und nun ist die Lausitz Arena nicht die beste Akustik, was in dem Moment wieder ein Vorteil für uns ist, weil es ist brachial laut da unten. Aber wie gesagt, wir haben viel dann gedreht an allen Stellschrauben, die wir so drehen können. Und ja, der Erfolg ist da und ich freue mich. Und wenn du um 18 Uhr auf den Parkplatz guckst und es ist kein Parkplatz mehr frei und das Spiel beginnt aber erst in einer Stunde, dann haben wir alles richtig gemacht. Und dann ist es genau so, wie es sein soll. Und was mir sehr an unserem Publikum gefällt, ist dieser Respekt. Handball hat was mit Respekt zu tun. Da sitzt der Gegner-Fan neben einem Fan von uns und sie unterhalten sich und haben Spaß am Spiel. Es gibt nichts, was irgendwie zwischen uns stehen könnte, wie bei anderen Sportveranstaltungen. Und das ist, denke ich mal, genau das, was uns auszeichnet. Genau dieses Publikum wollen wir auch und wir stehen für Respekt. Und ja, auch das gilt es noch weiterzuentwickeln. Ne? Wir wollen den Zuschauern noch mehr bringen. Die Sponsoren sind sehr dankbar, dass das so ist, aber die Zuschauerzahlen sind das eine, das Streaming, was wir ja noch machen, ist das der andere. Also wir haben am Wochenende, Sonntagabend, haben 5000 Leute Handball geguckt, Handball Cottbus. Und das ist eine Reichweite, die ja sogar in der zweiten Liga nicht alle Mannschaften haben. Ne? Also wenn man sieht, der Schnitt von Potsdam, zweite Liga und diesen Tabellenführer, der liegt bei 1600 Zuschauern. Und ich weiß, dass die da nicht ganz so glücklich damit sind, so wenig zu haben. Aber Potsdam hat natürlich auch sehr, sehr viel guten Sport, genauso wie wir auch. Und hier gilt es sich zu beweisen. Und ich denke, der FCE und wir haben gute Sponsoren, wir haben gute Fans auch und haben auch gute Zuschauerzahlen, die uns das ein bisschen erleichtern, an Sponsoren ranzukommen, weil diese Breite ist schon gefragt. Dementsprechend ist auch die Finanzplanung für das nächste Jahr komplett abgeschlossen, egal welche Liga? Genau. Wir haben mit allen Sponsoren, mit unseren Sponsoren gesprochen. Es kommen immer mal wieder noch einer dazu. Ja, ich war gestern Abend auf einer Veranstaltung, da hat sich ein Geschäftsführer mit mir ganz kurz unterhalten, hat gesagt, nur er möchte uns unterstützen. Ich war sehr erstaunt, bin darüber sehr dankbar und viele unserer Sponsoren haben das Sponsoring ausgebaut. Haben teilweise verdoppelt, haben so mal 10, 20, 30, 50% mehr gegeben, weil sie gesagt haben, das lohnt sich wirklich, das ist eine gute Investition. Sie finden, also das Feedback der Sponsoren ist einfach guter VIP-Raum, offener VIP-Raum, viele, viele Sachen sind möglich bei uns im VIP. Auch Leute kennenzulernen und wir als Präsidium sind ja immer präsent. Du kannst mit uns also im VIP-Raum immer reden, wenn es was gibt oder wenn du jemanden kennenlernen möchtest. Oder weil VIP-Raum heißt ja auch für die Sponsoring die Möglichkeiten zum Netzwerken. Und das ist, denke ich mal, das, was wirklich wichtig ist. Ja, ich gebe euch die Chance, auch Geschäft zu machen. Ja, und da muss ich sagen, sind wir ganz ganzes Stück vorangekommen dieses Jahr.
wirklich. Fast ausverkaufte Arena bringt Probleme mit sich, weil Leute, die zeitig da sind, kriegen gute Plätze, Leute, die später sind, schlechte Plätze, jetzt mal so ausgedrückt. Auch da plant ihr Neuerungen, richtig? Ein bisschen Ordnung reinzubringen. Ja, es wird ein Ticketing geben. Du kannst also bei, ich glaube, Eventim ist das, glaube ich, kann man im Vorfeld schon Karten kaufen. Und wir werden im nächsten Jahr auch Dauerkarten haben. Ja, wir haben ja auch ältere Zuschauer. Und es wird auch Platz. Die Karten werden mit Plätzen hinterlegt sein. Und dann wird es noch einen Teil für Stehplatzkarten geben. Aber im Vorfeld kannst du schon Karten erwerben und auch Dauerkarten. Das wird jetzt neu sein. Aber wie gesagt, auch da wieder der Punkt, wir entwickeln uns weiter. Wir wollen weiter nach vorne kommen und werden dort auch immer besser. Und das ist ein Punkt, den wir jetzt zum nächsten Spiel schon mal probieren mit dem Ticketing im Oberrang. Man kann da also schon Karten kaufen. Wir machen das öffentlich und schauen, wie es geht. Einfach mal schauen. Weitere Neuerung, die noch nicht ganz in trockenen Tüchern zu sein scheint, aber schon angesprochen wurde gerade, ist eine Kooperation mit Bundesligisten. Kann ich mir das ähnlich vorstellen wie im Eishockey? Oder wie läuft das? Was bringt das Cottbus? Was bringt das den Bundesligisten? Was soll es Cottbus bringen? Also wie es im Weißwasser läuft, weiß ich nicht. Ich habe davon gehört, dass das mit den Eisbären ganz gut läuft. Aber welche Parameter da hinterlegt sind, weiß ich nicht. Wir machen diese Kooperation einfach. Für uns sind wir den Schritt nach vorne gegangen. Es gab mehrere Anfragen von Bundesligisten. Unser Vorteil heißt einfach, dass wir Internatsplätze haben, und zwar 80. Das ist eigentlich im ostdeutschen Raum schon fast ein Novum. So viel hat fast eigentlich keiner an einer Eliteschule. Und uns verlassen Spieler im Nachwuchs und gehen zu Bundesligisten. Und schwächen damit dann die Mannschaft für die A-Jugend. Also das heißt, A-Jugend-Bundesliga ist immer, schwer möglich für uns, weil die Guten in der 10., 11. Klasse uns verlassen. Und wenn wir eine Kooperation mit einem Bundesligisten haben, oder mit zweien oder wie auch immer, haben sie die Möglichkeit, sich zu präsentieren und dahin zu wechseln. Ja, wir können das vielleicht auch ein bisschen steuern. Oder auch die Sichtung. Ja, wir haben kaum noch Kinder, die in die Sportschule wollen. Also es geht allen Stützpunkttragern und Vereinen der Cottbuser Sportschule so. Und da verspreche ich mir auch von den Sichtungen. Mehr Breite, wo man dann halt einfach sagt, wir können die besten 30 aus dem Jahrgang nehmen und entwickeln daraus Spieler. Weil es gibt auch Spätstarter, ja, die erst in der 9., 10. Klasse starten, die du bei 7 Plätzen natürlich nicht nehmen kannst. Aber mit uns dann als Partner kann man das dann machen und das wäre gut. Natürlich auch junge Spieler, die jetzt noch wenig Spielanteile in der Bundesliga kriegen, hier weiterentwickeln, dass man sie im Zweitspielrecht hier rüber kriegt oder dass sie einfach Spielzeiten kriegen, sich weiterentwickeln, um dann vielleicht in einem oder zwei Jahren zurückzugehen und dort dann wirklich Vollgas, weil sie hier einfach 50, 60 Minuten gekriegt haben, anstatt 3 oder 4 beim Bundesligisten. Und natürlich geht es mir persönlich als Präsident auch um das Know-how. Ja, ich kann von so einem Bundesligisten einfach auch nur lernen. Das ist, die sind in so vielen Dingen so viel weiter als wir. Und da geht es um Erfahrungsaustausch. Wie habt ihr das gemacht? Wie einfach oder wie schwer oder wie viel Geld kostet sowas? Oder bevor wir hier Blödsinn machen und Geld ausgeben und hier mit schwer Geld lernen, ist es mir lieber, ich kann jemanden fragen. Und die Gespräche dazu waren sehr, sehr, sehr gut, sehr offen. Ich hatte dazu ein Vier-Augen-Gespräch und konnte meine Sorgen, Nöte einfach mal darlegen und die wurden mir auch gut genommen in einer super fairen, in einem super fairen Gespräch. Und hat auch dazu geführt, dass ich als Präsident auch erstmal weitermache, weil eigentlich war meine Zeit schon so gut wie um. Habe ich ja immer gesagt, dass so ein Präsidentenamt ja nicht unendlich geht. Aber das lässt mich jetzt erstmal, hat mich auch neugierig gemacht. Und ich habe versprochen, das Projekt mit weiterzuentwickeln. Und ich hoffe, dass ich noch 1, 2 Leute dazu finde, die dieses Projekt mit mir zusammen entwickeln. Das heißt, hier aus Cottbus Leute, die einfach sich das, ja, die das Projekt auch wollen und auch die Zeit haben. Da bin ich auch schon in guten Gesprächen, weil ich kann nicht alles machen hier. Ich möchte es mit begleiten, aber nicht federführend. Und wir wollen immer breiter, wir brauchen die Breite auch im Verein.
Zwei Heimspiele sind es noch. Warum sollte man hinkommen? Ja, guten Handball sehen, Spaß haben. Ich sag mal so, die Jungs werden sich zerreißen. Die haben gewaltig was gut zu machen. Und ich sag mal so, einfach auch mit uns eine gute Zeit haben, feiern, Spaß haben. Und dafür stehen wir auch. Ja, bei uns kann es draußen regnen oder schneien. Das ist bei uns egal. Du sitzt warm und trocken und es gibt gute Getränke. Wir haben immer was zu essen da. Das, ich denke, das sollte für den einen oder anderen noch reichen. Aber nein, hier geht es um die Unterstützung der Mannschaft. Ja, egal wie das jetzt alles gelaufen ist, die Mannschaft hat es verdient, vor einer vollen Kulisse zu spielen. Sie haben sich zerrissen, zerfetzt. Ich kann nicht ein Spiel benennen, wo sie es nicht gemacht haben. Ja, wo sie wirklich, ja, sich gehen lassen haben oder so. Es gibt manchmal Spiele, da kannst du 5 Stunden spielen, die wirst du nicht gewinnen. Leider war so ein Spiel gerade gegen Werder. Ich hatte sowas in meiner Karriere auch gehabt. Ich habe auch nicht groß gemeckert mit den Jungs. Gar nicht, weil es bringt dich nicht weiter. Sie werden sich zerfetzen für das Publikum und ich denke, das ist ausreichend, um dass man uns besucht hier. Spielt Cottbus nächstes Jahr dritte Liga oder geht er im dritten Jahr dann hoch? Ja, ich würde schon gerne nächstes Jahr da hochgehen. Ich sag mal, 2 Anläufe sollten eigentlich auch reichen. Vielleicht haben wir das Glück. Ansonsten werden wir es nächstes Jahr wieder probieren. Und die Jungs kommen ja, die Neuverpflichtung kommen so oder so, das ist Liga unabhängig. Und dann wird es ja noch schwerer für die Jungs eine Ausrede zu finden, warum was nicht gehen kann, weil wir wirklich Qualität gekauft haben. Wirklich Qualität. Und das nur punktuell. Und ich denke, die werden sich noch weiter steigern, weil jeder möchte spielen. Und diese neuen Reizpunkte werden relativ schnell greifen. Wir wünschen viel Erfolg. Oh, danke. Und ich hoffe, wir sehen uns am 20.04. und am 4.05. hier in der Halle.